Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, dann wollen wir mal wieder zurück nach Midgard reisen. Ich schätze mal einfach, ja, da ist ja schon der Missionsmarker. Hab ich wohl richtig geschätzt. So, diesmal werde ich dran denken, dass es einfach unten dran steht. Da muss ich jetzt was auswählen. Okay. Rune in der Hand. Besser als Rune auf dem Dach. Und R drücken. Ha, diesmal habe ich dran gedacht, dass ich es nicht durch Rotieren rausfinde. Muss ja auch Also, mal Kopf, klappen. warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er? Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Ja, dann was? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm. Vergisst er das immer? Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das ist nicht was gut. Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Ja, ich schätze eine ganze Weile. Belebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Wie mir. Ja, Junge. Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Ich glaub dir nicht mehr. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Mhm. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Das klingt doch gut. So. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Lüssel. Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlack. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Oh. Das soll mich doch... Die hat sie einfach dabei. Ich dachte, ich müsste die holen. Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Sehr schön. Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stein noch länger halten? Ach, schön, dass die zusammenarbeiten. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt, oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Sehr hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Ja, macht mal ein bisschen das hin hier. Wohl. Schön, dass ihr euch annähernd vertragt. Bitteschön. Nein, so schnell? Vergiss das hier nicht. Oh, das Zeichen von beiden kommt da drauf. Wunderbar. Jetzt ist es auch ein guter Schlüssel. Mit Zertifikat und allem. Oh, hör auf zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Ich werde es einfach weiter stonefacen. Ich bin nicht der rührselige Typ. Sorry, dass der eigentlich ein Keimphobiker ist. Sehr schön. Kann ich was verbessern, ich wenn ihr schon da seid, Jungs? Für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Ja, ja. Fortfahren. Fortfahren? Fortfahren. Ich dachte, ich könnte was verbessern. Ich dachte, meine Chaos-Kling. Haar halten zum Verbessern. Wunderschön. Jetzt machen die richtig viel Schaden. So, was haben wir dann noch? Axtknauf, tödlicher Griff der Vitalität, nicht genügend Ressourcen,
Was braucht man denn? Weltenschlange, Schuppenfragmente, die können wir uns doch einfach kaufen. Kaufen, Ressourcen. 100 Schuppenfragmente der Weltenschlange. So, ich krieg nur eine pro... Nee. Ja, damit habe ich jetzt 100 gekauft. Ist egal, ich kaufe nochmal was. So, Chaosflamme, nicht genügend Ressourcen, kann ich also auch nicht kaufen. Kalte Nebel von Nilfheim, oh je, das habe ich doch alles nicht. Brustrüstung, Schulterrüstung der Klarheit. Da finde ich meine aber besser. Na gut, dann schauen wir noch, was die hier haben. Chaoszyklon. Das ist ein leichter Runenangriff. Ein Rundumangriff, der alle Gegner in der Nähe beseitigt. Beseitigt? Das ist doch wunderbar. Her damit. Ausrüsten. Kann ich den... Ja, gleich ausgerüstet, sonst vergesse ich das wieder. So, Zauber. Oh, schade. Kann mir die legendären nicht kaufen im Moment. Na gut, verbessern. Der Klauenbogen stand noch dran. Boah, mein Geld ist echt weg. Ich dachte, ich hätte 100.000, jetzt sind es nur noch 9. Wie ist das denn passiert? So, Talisman verbessern. Ja, was soll's. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, und der ist auch ausgerüstet. Herstellen. Oh, schade, dass ich diesen Kürast des endlosen Nebels nicht herstellen kann. Das braucht so viel Materialien. Wäre mal bestimmt irgendwann wäre mal drauf stoßen. So, die Ausrufezeichen sind weg. Dann kann es weitergehen. Natürlich war das alles. Hab mein ganzes Geld bei euch gelassen. Wieso blinkt hier alles? Rasender Frostriese. Soll ich den auch noch verbessern? Kann ich zumindest mit XP. Ja, der ist zumindest ausgerüstet. Dann verbessern wir den einmal. Dann verbessern wir den nochmal. Dann macht er viel mehr Schaden. Tödlicher Griff der Vitalität ist ausgerüstet. Mördergesundheitsschub. Erfolgreiche Axttötungen gewähren einen Gesundheitsschub. Deswegen ist die ausgerüstet. Gut, dann... Ups. Schild. Ja, kann man höchstens umdesignen. Ich verwende es ja eh zu selten, dann macht es auch nichts. Chaosklingen. Chaoszyklon können wir auch gleich verbessern. Das war der, den wir gerade gekauft haben. Und 13.000 XP. Dann bleibt mal wieder nichts für meinen Jungen übrig. So, wir haben hölzernen Klingengriff, 8 Stärke. Tödlicher Kriegsgriff. 10 Stärke, 10 Glück, 6 Runen. Ausrüsten. So, Rüstung, bla bla bla. Talisman des verjüngten Zorns. Verrat. Runen. Glück der Zeiten, Glück 12. Ich glaube, wir brauchen Glück mehr als alles andere. Und Atreus, ja, der kommt schon klar irgendwie. Ich habe erstmal Geld für mich ausgeben müssen. So, dann sind wir ja gerüstet, um weiterzumachen. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Ja, das hoffe ich doch. Irgendwas wird er schon abschließen und hoffentlich auch wieder aufschließen. So, der leitet mich hier die Treppen runter. Wie ein Wahnsinniger. Okay, da irgendwie im Kreis sollte es sich befinden. Na komm schon, bisschen schneller, Kratos. Schalt mal in Gang höher. Okay, das sieht doch nach einer schönen Tür aus, die noch nachbeleuchtet wurde jetzt. Das ist es. Ja, und rein damit. Fancy Schlüsselloch. Sowas brauche ich auch für daheim. Wir sind drin, aber was ist das hier? Ich weiß Raum? Es genauso wenig wie du. Guck mal, da kannst du drauf schießen. Na also. Ganz schön dunkel hier. Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Weiß ich doch nicht. Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Ja, das heißt noch, dass ich noch keine Ahnung habe, was ich machen muss. Hier irgendwas? Nö. Da oben, siehst du? Nein, wo, was?
Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, ah, direkt da. In der Jüttenheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Ja. Ah. Oh, was liegt dahinter? Woher soll ich das jetzt wissen? Können wir da einfach reinklettern? Hui. Komm schon, streck mal die Patscherchen aus, dann können sie da hochziehen. Ah, da ist ja eine Tür. Na gut, dann nehmen wir die. War das hier nicht der Rückweg? Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Ja. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Ja, waren sehr talentiert. Wünsche nur, sie hätten das irgendwie deutlicher gemacht. Da muss ich eigentlich raus. Mich hätte aber interessiert, was noch da hinten ist. Hast du Loot für mich, Kollege? Nee, hast du nicht. Wir schauen erstmal, was hier ist. Ich glaube, da soll man noch gar nicht lang. Vielleicht gehen wir dann doch erstmal dahin, wo Atreus zuerst wollte. Der hat meistens den richtigen Riecher. Was los? Wieso hast du Ah gesagt? Ist doch gar nichts passiert. Hoffentlich keine Gegner, die wirken relativ solide. Guck mal, hier ist eine Sandtafel. Ohne Trigger. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was ich denke. Ach, ich muss das einfach umdrehen. Was bewegt sich? Oh, wir drehen die Welt einfach um. Glaube ich. War's das schon? Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Wir kippen den Tempel. Nichts leichter als das. Mach ich eigentlich jeden Sonntag. Oh oh, da passiert was. Ja, ich hatte es befürchtet, dass das passiert. Da stehen jetzt Runen. Sie greifen nicht an. Noch nicht. Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da ist irgendwie ein Graffiti. Leere. Sonderbar. Und was steht hier? Los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidü. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels zu erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Ja. Ich bin ein Mann großer Gedanken. So, hat das jetzt gepasst? Muss ich einfach nochmal kippen? Schön aus dem Rücken. Am besten sehr ruckartig. Wenn du diese Ketten zerstören willst, musst du dich persönlich darum kümmern. Ich hatte es befürchtet. Okay, das war noch falsch. Wer bist du denn? Warum liegst du hier? So, Ketten, wo seid ihr denn? Na, das war zu schön, um wahr zu sein. So, musst du ich... Ach so, wir kommen hier runter. Na, das sagt doch was, Junge. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jötunheim bringt? Oh, bestimmt. Ja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tyr. Kann doch sein. Wir werden es rausfinden. Da ist noch so ein Wandteppich in die Tür eingelassen. Schauen wir mal. Und da sind Vasen. Mit besonders großen Hilfe-Items. Das stimmt mich schon mal wieder skeptischer. Was hier unten auf uns wartet. Da steht, er heißt Berielmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. Ja, sehr viele Geräusche da links. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Ja. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht.
Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal, ist aber selten unter den Legenden. Da ist was hinter dem Tor. Es poltert da. Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Doch, werden sie. Ich träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche, aber er hat sich selbst ziemlich ernst. Ich bin mir fast sicher, dass die erwachen. Wieder diese Todesfallen. Ja, aber ich sehe ja schon. Ich habe schon was gesehen. So. Das bringt mir gar nichts. Das da bringt mir gar nichts. Junge, die machst du mal. Hier nach oben. Wieso sind da überall Pfeile drin? Mach doch keine Pfeile hin, Spielentwickler, wenn das nichts damit zu tun hat. So. Geht der zweite auch gleich runter? Man darf hier nichts überstürzen. Kann ich da nicht nach oben? Schade eigentlich. Wieso kann ich hier nicht raufklettern? Da ist noch ein. Ja, ist ja gut. Vielleicht muss ich das zweite danach. So, aber jetzt bleibt es hauptsächlich unten. Das ist doch dämlich, oder? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Wir schauen uns mal die andere Tür an. Vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit was irgendwie unterbewusst ein. Die andere Sorte. Abwechslung ist sehr wichtig. Ja, ja. Was zum... Was erwartet ihr denn hier? Machen die wirklich so viel Schaden? Ich glaube, das ist Zeit rauszufinden. Keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Ja, da kriegt er nicht zu Unrecht Angst. Vielleicht mach mal doch eher die andere Tür, die hat irgendwie machbarer gewirkt. Vielleicht sind wir auch von der ganz falschen Seite hier. Also wir haben da ein Teil, wir haben da ein Teil und wir haben da ein Teil. Diesen Teil hatte ich echt. Ich weiß. Müssen wir die auf ein Format beziehungsweise bündeln. Die halt mal an. Achso. Ja, ist ja gut. So, die halt mal an. Und dann liegt das hier auch drüber. Mist, ich hab's verkackt. Ich hab's wieder verkackt. Macht nichts. So. Jetzt annähernd. Und das halt mal auch an, bis die anderen zwei da sind. So, so, so. Na, das sieht schon fast nach einer Lücke aus. Hey, 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 hey. Au, 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 au. Das war der falsche Weg. Aber ich dachte, ich hätte es fast. Also irgendein Gedanke ist da fast greifbar gewesen, was ich denn machen muss. So. Da kommt jetzt ein neues auf uns zu. So. Die sind schon mal beisammen. Ist das nicht toll? So, und haben wir dann noch eins, das irgendwie angehalten werden kann? Es waren doch gerade noch drei. Achso, das ist ganz da unten. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Wird mir helfen, wenn eins der hinteren sich noch so verhält. Ich glaube aber, ich habe es einfach an der falschen Position angehalten. Sobald alles da drüben ist... Das muss ja irgendwie mitschwingen. Irgendwie mitschwingen. Damit da hinten eine Lücke sich auftut. Gibt's da hinten überhaupt irgendwann mal eine Lücke? Das wäre der nächste Schritt, das rauszufinden. Wir schauen uns das einfach mal an. Denkt ein bisschen nach. Verzweifeln minimal. Das ist immer mehr vom... Selben, ich glaube, ich müsste das jetzt mal weiterlaufen lassen.
Und dann können wir das anhalten. So. Und dann ergibt sich da eine kleine Lücke. Das heißt, wenn wir das jetzt da anhalten. Und so rum. Und dann gib ihm. Dann kommen wir da durch. Der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Wir haben es doch schon geschafft. Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Oh je. Wo kriege ich denn jetzt schon wieder Winde hier? Was ist das denn hier? Das sieht doch fast richtig aus. Mist. Wieso ist das so rätselhaft hier? Ich wollte doch... Ich hatte geplant, dass das hier schneller geht. Da brauche ich noch so ein zweites Ding. Ich bin mir fast sicher. Ich wollte doch die... genau die. So. Da fehlt jetzt immer noch ein Ding. Vielleicht müssen wir das hier durchreichen. Vielleicht. Hui. Was ist dann da? Okay. Interessant, dass der Stab rotiert. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, das bringt so gar nichts. Das bringt so gar nichts. Oh Mann, es ist doch zu spät für solche Rätsel. Wie soll das denn möglich sein? Ich würde einfach sagen, ich bin auf der falschen Seite. Komplett auf dem falschen Dampfer. Vielleicht müssen wir es einfach oben anhalten. Also wenn der Stab irgendwie oben ist, seitlich. Lila, blassblau, irgendwie sowas, gleich. Nein, das waren doch die falschen Klingen, ich Vollidiot. Ich drück doch zwei. Wieso wechselt er immer zurück auf die Axt? Bestimmt, weil ich irgendwas falsch mache. So. Halt mal ein bisschen die Klappe da oben. So. Passt. Jetzt die andere. Au, au, au. Hat doch geklappt. Ja, das bringt da gar nichts. So. Das hat mich aber sehr viel Gesundheit gekostet. Das kann ich kein zweites Mal machen. Kann ich da noch eins reinsetzen? Vielleicht. Na also, das hat... Ah. Das ist doch schon besser. Fast besser, hätte ich gesagt. Komm schon. Ja! Oh, da steckt ja noch eine Kiste drin. Muss ich das hier gar nicht machen? Ist da nur Zeug drin? Hyperions Griff, schwerer Runenangriff. Wirft die Chaosklinge auf einen Gegner und lässt Kratos bei Kontakt auf ihn losstürmen, um schweren Betäubungsschaden zuzufügen. Schließen. So, ist ja ganz nett hier. Aber. So, das funktioniert immer noch wunderbar. Ich weiß. Da, wo sich die Ketten treffen, suchen wir einen Weg dahin. Ja, gute Idee. Du fängst an. So, wir schauen einfach mal. Muss ja hier auch irgendwie machbar sein. So. Ach, wir müssen die einfach ausbalancieren. Sobald der andere oben ist, so wird es was. So. Lass die Gegend gleich laufen. Also. Hat's geklappt? Also, zumindest die erste Hürde haben wir gemeistert. Wie es danach weitergeht, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass ich direkt praktisch unter dem Ding spawne. Kann ja mal passieren.
Gott des Krieges ist man nicht an einem Tag geworden, so. Lauft ihr schon gegen gleich? Nee. So. Sobald es runterkommt, kann man die... Ach, das dauert zu lang. So, das andere geht hoch. So ungefähr. Geh doch hoch! Wie mache ich die nächsten? Denn ich könnte das nächste oben behalten. Nein, doch nicht damit. Diesmal hat's geklappt. So, Axt. Vielleicht schauen wir das uns aus nächster Nähe an. So. Nu was. Ah, jetzt kann ich einfach durchlaufen. Das war doch gar nicht so schwer. Weiß nicht, was ich mich so angestellt habe. Hui. Ja, ist das nicht ein Wahnsinn, dass wir das noch geschafft haben? Ich habe an mir gezweifelt. Zu Unrecht. In dieser Situation. Normalerweise habe ich da einen begründeten Verdacht, sowas zu tun. Armschienen der Weltenschlange. Sehr schön. Bringt vielleicht was. Wofür braucht die Weltenschlange denn Armschienen? Die hat doch keine Arme. Oh, nee. Oh, guck mal, hier kannst du Sachen zum Explodieren bringen. Vielleicht dieses gruselige Skelett da. Habe ich jetzt gemacht? Ist egal. Hui. Das hat nichts gebracht. Da oben sind Runen. Kommen wir da nicht her? Nee. Ein ganz eindeutiges Nee. Wieso geht das nicht hoch genug? Muss ich unten was zum Explodieren bringen? Wieso machen die es mir denn so schwer? Ich hab denen doch nichts getan. Ihr wart dabei, ich hab nichts getan. Zurückkommen aber, glaubt nicht mehr so einfach. Okay, wir müssen den harten Fakten in die Augen sehen. Wir haben hier was zum Werfen. Und... ja, das war's. Ich sehe nichts Rotes, wo wir das dran dingeln können. Ah. Na gut, war nicht rot, aber hat auch geklappt. So. Aha. Lass mal das noch kurz auf uns wirken. Obwohl, wir können hier nach oben. Das fährt nicht ganz nach oben. So, wir gehen mal hier hoch. Ah. Da können wir einfach... das warten wir noch einmal ab und dann laufen wir. Na also. Wir sind da. Es ist Zeit für deinen Einsatz. Ja, ja, erstmal Zeit für die Kiste hier. Schön den Totenkopf nochmal erstechen, dass wir an den schönen Inhalt kommen. Ist ein Teil von der Sprachschiffung. Gut. Sehr gut, 3 von 4. Was steht denn hier? Lass sie in Frieden. Die meinen offensichtlich nicht uns. Die meinen vielleicht die Kette. Ui, das geht aber auf die Fingerknöchel. Sehr gut. Wir haben mal jetzt angegriffen. Pass auf! Ja. Mach dich bereit! Ihr sollt mich in Frieden lassen. Habt ihr denn nichts gelesen? Au. Ja, mach mal Falkenregen. Ihr Runenangriff, der soll euch vernichten. Oh, ist der cool. Hat aber nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ich bräuchte ein Gesundheitsitem. Da liegt ja eins. Wo seid ihr hin? Lasst es mal, Kollege. Ich habe doch noch eine Axt hier. Schöner Runenangriff.
Komm schon. Vorsicht, Atreus. Die sind ganz schön hier. Kampfmütig. Falken. Mist. Ah, mein Kind in Ruhe. Du Arsch. Nein. Mach doch sowas nicht. Wer hat keine Rüstung mehr? Der oder ich? Ah, einer ist schon down. Jetzt bleibt ja nur noch der Leichte hier. Nein. Komm, ich hab gerade gesagt, du bist der Leichte. Was machst du denn mit mir? Egal was du machst, lass das. Ich würde auch sagen, dass es losgehen kann. Nein, 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 nein. So viel Leben habe ich auch nicht. Ja, passt doch. Wir haben sie doch. So. Da sind noch mehr? Wo? Ich sehe niemanden. Schönes Zeug aufsammeln. Ach, das sind ja nur leichte Gegner. Dachte ich zumindest. Noch jemand hier? Ich dachte, da kam ein Pfeil aus der Richtung. Ich nehme halt das. Muss ich da jetzt echt zurück? Kann ich nicht irgendwie hier runter? Ah, der hat hier schon eine interessante Kammer zusammengebaut. Das muss man ihm lassen. So, und zurück. Kann ich einfach durchlaufen. Das sieht doch gut aus. Wir laufen einfach durch. Haha, bin ausgewichen. Na, komm schon. Ja! Was für ein geiler Angriff. Oh, nee. Lass mal mehr Gesundheit droppen, wenn du schon so Flammenbärverwunder hier vollbringst. Und wieso gehen die davon nicht down? Wieso krieg ich... kann schon nicht mehr reden. Wieso krieg nur ich Schaden? Sehr gut hast du das gemacht. Bevor sie deinen alten Herrn hier erledigen. Ich auch. Hui. Na also. Oh nee. Was kommt da aus Stufe 5 durch das Portal? Ich weich halt aus. Ja, ich sagte, ich weich aus. Ich bin sehr langsam. Au. Sollte nicht immer da rüberlaufen. Ich krieg gleich sowas von auf die Fresse. So, weiter geht's. Da hat sich die Aufnahme kurz beendet. Ist aber nichts passiert, außer dass ich... Ah, wurde zurückgesetzt hierhin. Na gut. Dann versuch mal, das mal schlauer anzugehen. Und mit schlauer meine ich diesmal mehr draufhauen. Und vor allem mehr von diesen Aktionen hier. Ja, so läuft es. So, jetzt warten wir hier noch einmal ab. Und dann rennen wir auch. Ich weich doch aus. So, diesmal spare ich mir einen schönen Runenangriff auf. Vielleicht noch dieses Teil. Junge, schieß drauf. Das bringt ja gar nichts. Das hatte ich mir besser vorgestellt. Na, dann kommt schon. Da sollten doch jetzt noch die zwei Obermuftis kommen. Wieso fliegst du denn so weit weg? So. Du sollst keine Mauern errichten. Wir sollten Mauern einreißen. Dafür hätte auch Tür gestanden. So. Und diesmal hat das Spiel schön hell fallen lassen. Ist das nicht schön? Das kennt mich einfach so gut. Ja. Bester Angriff ever. Oh, jetzt kommen erst die miesen, fiese
Lichte. Ja. So. Muss man halt mehr ausweichen. Ja. Kann ich dich schon plätten? Oh nee, das hat ihn nur geworfen. Das bringt doch gar nichts. Ja. Ich hab gelernt, dass ich ausweichen muss. Ja, die zwei haben mich aber letztes Mal schön ausgeschalten. Axtangriff. Na, also nur noch einer. Ja. Ich mach dich zu Kleinholzschnipseln. Na, also. Ah, hör auf rumzunerven. Sehr schön. Dann looten wir nochmal. Oh, ich dachte, es wären ja schon zwei gewesen. Na gut, dann wissen wir wohl, warum wir in die andere Seite auch mussten. Gut. Wo wartet die Kette? Nicht da drüben, sondern hier drüben. Bin ich mir fast sicher. Oh, 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 oh. Hat ja alles wunderbar geklappt. So, mein Rageometer füllt sich auch. Wieso kann ich das nicht? Doch, jetzt. Jetzt geht's ja. So, sind die noch in Form? Ja. Zum Glück haben wir das nicht nochmal machen müssen. Jetzt müssen wir aber irgendwie da durch. Aber wir haben jetzt theoretisch genügend von diesen Teilen, um hier richtig was auszurichten. Hui. So, den nehmen wir mal an uns. Oh, Mist. Ja, ist ja gut. So, dann einmal hier rein. Und sobald er oben ist, nehmen wir es wieder. Dann macht der hoffentlich nichts mehr. Und was machst du? Okay, da brauchen wir jetzt noch den anderen. Da nehmen wir einfach... Nee, wir nehmen nicht das, sonst kommen wir ja nicht zurück. Wir nehmen einfach das hier. Wird schon klappen. Ja. So. Jetzt mach schon hin. Ah, also. Mist, 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 Mist. Das müssen wir jetzt nur noch gescheit timen, dann klappt das. Das wäre beinahe schief gegangen. Ich hatte auch niemals Zweifel an meinen geistigen Fähigkeiten. So, kaum gestorben in der Episode beim Rätsel lösen. Oh. Gehen wir hin? Oh, vielleicht? Was steht denn hier dran? Oh, das wird dauern. Das hab ich doch gesagt. Die warten nur auf uns. Oh, Hilfe-Item. Ja, damit. Ja, dann nimm halt die Axt, wenn es damit besser klappt, die Vasen zu vernichten. So, dann einmal noch Ketten lösen. Bin mir sicher, da wird dann nichts Schlimmes passieren. Werden bestimmt nicht nochmal angegriffen. Das ist, glaube ich, die ineffektivste Art, wie man die beiden wegspringt. Naja, egal. Oh oh. Es hört sich alles nicht gut an. Oh nee. Wenigstens rotiert es nicht. Vorsicht, mein Junge. Falken. Also die Falken gefallen mir sehr gut, deswegen habe ich sie ja ausgerüstet. Ich bin immer gut zu Vögeln. Tschüss. Sehr gut, also diesmal schafft man's. Ah, da ist auch noch ein Kollege. Dann schieß doch mal auf einen von den beiden. Oh nee, oh nee. Was machst du denn hier? Wieso bist du so grün? Ist hier schlecht. Sehr gut. Hast ihn zermatscht. Und mich gleich mit. Komm schon. Schwerer Runenangriff. Sehr gut. Falkenregen. Ich drück doch mittlere Maus. Ja, ich werde dich zureiten. So, hau mal auf die Feinde. Schön auf die Feinde hauen. Ah. War nicht mehr sehr viel Saft in dem Teil. Ja.
Schöne Zahn-OP. Kann er sich später bei uns bedanken. So, ich bin ja ein ganz schöner Aufreißer heute. Sehr schön. Und das war hoffentlich der letzte. Ah, nee. Da wackelt ja auch noch einer. Und hinter mir gleich auch. Gut gemacht, Atreus. Wir sind ein gutes Team geworden. Und die ganze Gesundheit für mich. Ha, ist das nicht schön. Jetzt muss man nur noch hier durch, ohne geschnetzelt zu werden. Konzentrier dich. Bin konzentriert. Falken. Falken? Atreus. Komm schon. Wie viel haltet ihr denn aus? Ihr werdet filetiert. Nein, ich weich aus. Ich weich aus. So, was kann meine Axt? Die kann das da. Ui. Wo bist du hin? Hier ist Verschwindibus durch die Wand. Komm schon. Ja, ist gut. Ja, ich hab's verstanden. Schwerer Runenangriff. Ach, macht das Spaß. Außer vom Feuer getroffen zu werden. Das ist nicht Teil der Show hier. Und ich glaube, das ist der letzte. Du bist nicht bereit. Aber schade. Wieso lassen die jetzt keine Gesundheit mehr fallen? Ja, Vater? Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Na also. Sagen wir doch nicht mehr, den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. Alle in Reihe geschalten. Das ist ja schön. Wer hat das gemacht? So, Zeit, den Tempel zu kippen. Wieso ist das gesperrt? Jetzt. Atreus war noch verhindert. Ich weiß, was ich versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denkt dran. Tyr hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er machte Jötunheim für Odin unerreichbar. Ja, aber ja. Es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Frankfurt. Was sagte die Rune auf der Tür? Wir folgen Tyrs Wegen. Wollt ihr auch noch auf die Fresse? Nein, gut. Gut, gut. Aus den Beinen heben! Hi, Sir. Ich bin Urheld. Ich hoffe, ich habe heute meine Milchprodukte zu mir genommen. Yay! Hoffentlich wird es kein 360, sonst muss man das Ganze nochmal machen. Hat's geklappt? Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, Lip, siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Ja. Atreus der Weise. Oh, das ist auch so ein fancy Raum. Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Kannst du eigentlich hier drauf feuern? Okay, bringt nichts. Man kann es hier mal probieren. Jötunheim, wir kommen. Ach komm schon, wieso klappt hier nichts? Kein Trigger, kein Atreus. Da ist Runen zu... Ah, jetzt ist er da. Nicht sehr triggerfreudig, das Spiel. Junge, dein Messer. Ja, Treva dir auch. Na, hallo. Keine Ahnung, was das ist, aber ich will's haben. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomlas Euter. Das ist der Eintrachtstein. Von Frankfurt? Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat. Erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat.
und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? So halbwegs. Ja, die Zwischenwelt. Ja, die Welt zwischen allem anderen. Kennt man. Und was nun? Wieso steht der Baum wieder richtig? Auf Tyrs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Ja, bestimmt. Oh je. Das ist ein voller Ernst, nicht wahr? Natürlich. Na gut. Ich weiß gar nicht, was ich gerade ansehen soll. Ich denke, das reicht schon wieder für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.